dem Gebiet, wo so. Wir dann, weil du hast doch ja. Wo ist mein Handy? Da ist es. Das sind wir wieder bei 2 in 3! Im vierten Level. Wieder vom Anfang, weil uns in dem Gebiet noch was fehlt. Ja. Starten. So. Und was, du willst Pontius sein? Sein, dass du die Schamanen möchte ich nicht. Das wäre ich. Stand da aber gerade. Ich glaube, dass die, die wir schon haben, leicht durchsichtig ausschauen. Ja, das ist dir beim letzten Mal nicht aufgefallen. Nein, das ist nicht. Aber das ist gut. Die drei haben wir wohl auch. Die hier auch. Hm. Ich sammle gerne Sachen ein, die ich auch schon mal eingesammelt habe. Oh. Hm. Warte, hat mir gerade mal lang jetzt angereist? Ja. Dann war es nämlich der, den ich da gerade eingesammelt habe. Keine Ahnung, ich habe jetzt nicht drauf geschaut. Ich denke schon. Was möglich. Ich war in der Ecke jedenfalls nicht davon. So, hopp. Ja, das war der. Wenn man die, die wir schon haben, einsammelt, dann schauen die so. Wie soll ich sagen? Da kommt das Gelbe nicht. Okay. Ist schon so weit vorgerannt. Ah, dann mach mal. Oder ich mach. Mach das halt fest! Aber ist das so schwer? Ja, ist es. Störung möchte bei mir nicht. Ah. Hä? War schon Rechtsklick, sich an dem Ding festzuhalten, oder? Ja. Warum macht er da kein Seil? Hallo? Bei mir macht er kein Seil, verstehe ich nicht. Oh, das hat's funktioniert. Mhm, jetzt muss der andere noch in den anderen von diesen Haken da festhaken. Okay, nehme ihn mal weg. Sehr gut. Ey! Ein Teich, natürlich. Was macht diese Kugel da? Du kannst sie schätze ich mal rausziehen. Oh, schmeiß die doch mal dagegen die Wand. Hm. Man drückt SDG zum Tauchen. Er muss auch nur gedrückt halten. Ja, läuft. Echt? Bei mir nicht. Also zumindest, dass ich, dass er richtig runtergegangen ist. Was? Oh mein Gott, ist das verwirrend, in 3D zu schwimmen. Haben wir wieder? Ja, haben wir nicht. Warum haben wir den nicht mehr? Warum führt der Weg zur Astralakademie durch einen Lilienteich? Wegeplanung gehört leider nicht zum Lehrplan. Hm. Bräuchten hier irgendwie ein Holzbox, wäre ganz toll, damit ich da oben festhaken kann. Gut, dann müssen wir wohl noch nicht da hoch. Wir brauchen irgendwas. Warte mal. Ich gehe mal weiter in den Hintergrund. Hier ist auf jeden Fall eine Höhle. Hier ist ein Secret. 7 Triangeln. Okay, das war's schon. Yeah.
Da drüben. Ah. Ist er auch da oben schon? Okay, beides leuchtet rot. Was hat uns das gebracht? Steht nicht. Oh! Ja. Gut, dass der Magier seine Cubes hat. Schade, dass er nur noch seine Cubes hat. Kannst du einen da oben an die Zacken schmeißen? Ah, welche Zacken? Rechts, vorne. Vordergrund. Da ist auch nichts drin, oder? Nee. Ja, gut. Drei Stück und ein großer. Also acht. Hier geht's weiter. Hm, was? Bei dir geht's weiter? Bei mir hängt auf jeden Fall noch eins an dem Baum weiter. Rum. Ah. Ich glaube, der Baum fällt! Das schaut so schön aus, das Level. Was ist das für ein Baum? Ein Baum? Ein Windrad ist das. Ein Baum, aber okay. Hä, aber das hat doch Äste. Wenn wir schon Zweige. Hier sind, sollten wir auch was unternehmen. Ja, man kann das ja so designen. Nee, das ist eine ganz besondere Pflanze, die so wächst. Möglicherweise. Magische Pflanze. Hey, den kennen wir doch. Aber der schaut nicht so lebendig aus. Sollte der sich. Warte mal. Siehst du das da unten, ne? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich sehe, dass der irgendwie. Also, hä? Hat funktioniert. Ich glaube, das ist nur dafür da, dass es sich kurz runter tut, damit wir da ran auf ihn drauf können. Jetzt bewegt er sich ja. Ich schätze, er hat sich bei dir schon von Anfang an bewegt, richtig? Ja, natürlich, der hat sich permanent bewegt. Ja, bei mir stand der nur rum, aber die Wand hat irgendwie gepoppt. Und jetzt sehe ich auch, wie er sich permanent bewegt. Und dann greifen wir nochmal an. Oh, Mist. Ey, mach mir doch nicht mein Cube kaputt! Oh, okay. Beile sind. Okay. Oh, wir haben ihn irgendwie gegen den Arm geschlagen, anscheinend. Ja, was glaubst du, habe ich zu Pontius gewechselt? Wir sollten den ja besiegen. Ich dachte, wir sollen den benutzen, um darüber zu gehen. Nein, ich habe ihn gerade ins Gesicht geschossen, weil er so schön rot leuchtet. Ja, ja, einfach Cube in die Fresse. Wahrscheinlich haut er jetzt gleich bei seiner Rumschlagerei die Wand da hinten ein. Oh ja, ist ihn lieber. Da, jetzt, schnell. Bin unterwegs. Eine seltsame Wolke strömte aus dem leblosen Monster und verflüchtigte sich nach kurzer Zeit. Das ist schwarze Zauberei! Seht her! Das Monster, es besteht aus Abfall. Unheimlich. Ich habe eine Idee. Geben wir doch dem Trine einfach unsere Kräfte zurück, dann wären wir wieder frei und ganz normale Menschen. Freiheit! Das klingt verlockend. Die Helden hatten ihre Kräfte durch Berühren des Artefakts erhalten. Und so wollten sie es nun umgekehrt versuchen. Es scheint nicht zu klappen. Stellt euch vor, dass ihr eure Kräfte zurückgebt. Wie wär's, wenn ich dem Ding einfach einen Pfeil fapp? Nein! Hm.
Es ist schlimmer gekommen, als ich befürchtet hatte. Die Wolke fliegt zur Akademie. Na toll, und jetzt ist es noch schlimmer. Das bedeutet wohl... Wir folgen ihr! Das Ding hat den Twine zerstört? Das ist möglich? Das sah so aus. Was ist das? Gegner! Dunkle Magie! Sie ergreift Besitz von den Wurzeln. Mal sehen, ob die genauso schnell zu besiegen sind wie der Große. Euch alle kaputt! Mach ich zu Kleinholz! So, wo bist du denn jetzt hochgegangen? Ah, an den da. Ich hab nur einen eingesammelt. Na, ich war ein wenig überrascht, dass Soja geschrien hat, als das Artefakt zerbrach. Warte mal, du meinst wohl Amadeus? Ich hab nichts dergleichen getan. Also, wenn keiner von euch geschrien hat, wer war's dann? Eine weibliche Person laut der Stimme. Oh, in so einem Pass war eins drin. Ich hoffe, wir haben keins verpasst. Zerstör die alle. Mach eigentlich alles kaputt, was ich sehe. Na dann, das da auch. So einer schweren Rüstung kann man auch locker flockig walljumpen. Hier hinten. Okay, bei mir ist eine Tür. Ich weiß noch nicht, wie man die aufmacht. Ah, da ist ein Hochweg. Oh, zieh weiter auf! Ey! 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 Warum hörst du denn auf damit? Ich höre nicht auf. Ich wollte das Seil kürzer machen, aber das geht nicht. Oh, so fährt man hier runter. Egal, warst du jetzt dort? Ich habe doch gerade gesagt, so fährt man hier runter. Selten noch was Schönes, wo du rumläufst? Ja. Und was? Das andere Objekt und eine schöne Aussicht zur Akademie. Ah. Es gibt auch noch Checkpoints. Sehr jetzt angle ich schon so lange und hab nicht das geringste gefangen. Wie viel Pech kann man haben? Nun, er sollte ins Wasser hängen. Ich glaube, die Verbindung zu seiner Angel ist gebrochen. Kannst du das wieder machen? Nö, es leuchtet rot. Mann, ey, komm schon. Ach. Ja, jetzt hat er natürlich. Den habe ich schon als Skeams angebracht. Endlich! Es gibt Fisch zum Abendessen. Ja, das ist ja glücklich. Dann können wir ja endlich hier durch. Ist hier unten noch irgendwas? Kann Pontius, ein Pontius kann nicht unterbrechen. Hat er bei dir gescheit eingezogen? Hm, was hat er? Bei mir ist der Fisch noch hier. Bei mir hängt er auch hier rum. Naja, so wichtig war es in der Hey, guter Spieler. Da ist der Ziegen! Darfst du noch nicht umdrehen? Ich helfe, das geht ja gar nicht. Unrealistisch!
du bist nett und bringst sie nicht um. Ja, wenn ich da mal drauf schlage, dann sollten sie eigentlich schon sterben. Bin auf einem Trinkmal. Aha. Kannst ja probieren, es zum Drehen zu bringen. Hab ich schon. Bin schon längst fertig. Ach so, da oben waren Sachen drauf. Ja, vier Stück. Fehlen noch 14. Noch mehr Wegeplanung deiner Kollegen? Sie werden sich garantiert irgendwas dabei gedacht haben. Wo bist du? Ja, ich habe das jetzt geschafft, da hochzukommen. Oh. Lol, ich kann ja sogar auf diesem Rad stehen. Wo läufst du denn hin? Soll ich jetzt alles einsammeln, was hier ist, oder was? Ich gehe da hoch. Raus, ich komme da hoch. Ja. Kommt man denn nach da hinten? Den du die nach hinten springst? Ja, genau, da war dieser Block. Vorsicht! Ich glaube, ich sterb. Ich komm nicht wieder hoch. Wirklich? Ich komm nicht wieder hoch. Kein Problem. Achso, hier unten ist noch was. Nein, ist nicht. Okay. Ich schaff's immer noch nicht. Willst du ja auch nicht? Nein, ich... Pontius, du bist mit uns gekommen, um die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Aber warum sollte Pontius der Mutige freiwillig auf seine magischen Kräfte verzichten? Ich finde den Trine ziemlich ungerecht, weil unser Abenteuer nur auf eine sozioökonomische Klasse abzielt. Hä? Wie bitte? Wir retten ständig nur Könige und Prinzessinnen. Was ist mit den Schafen? Komm ich denn bitte zur Hölle da? Was? Oh. Er wiegt zu viel. Warum sind wir immer so fett? Warum ist die Technik so schwach? Ich weiß nicht, für das dein Seil da hinten ist. Außer vielleicht, um sich abzuseilen. Was mache ich hier? Mit der Kameraführung habe ich keine Chance, dass ich da hochkomme. Okay, ich bin tot. Hm. Das geht einfach nicht. Jetzt bin ich unten mal dramatisch. Hä, hey, wie soll ich denn jetzt hier weitergehen? Kommt er doch nicht hoch. Ist da drüben noch mehr? Seht das nicht? Oh, ja gut. Das wäre natürlich eine Idee. Wenn es reichen würde. Es muss hier sein. Also da ist auf jeden Fall was zu festhalten. Da muss ich halt hochkommen. Auch ein Mist. Komm ich erstmal wieder.
Hä, warum ist denn die andere noch gar nicht wieder da? Weil sie nie wiederkommen wird. Shit. Okay, da hinten ist schon mal nix. Nee, es klappt nicht. Ach, da unten nichts. Hey, warum bist du denn gestorben? Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber ich bin schon längst runtergekommen. Hast du gerade gesehen, wie ich, rübergeglitten bin ins Nichts? Aus heiterem Himmel ihre Pläne ändern. Denn aus großer Macht folgt große Antwort. Ja, weil ich gesagt habe, dass da nichts ist. Ist doch wurscht, jetzt haben wir wieder alle 30. Ja, toll. Also, damit ist der Part zu Ende. Bewerten nicht vergessen und tschüss. Ciao.